Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Video über Silvester und so. Heute, was heißt heute? Ja, ich wünsche euch erstmal zuallererst, bevor ich das nicht vergesse, ich werde es euch am Ende zwar nochmal wünschen, aber erstmal einen frohen Rutsch, ne? Und ja, ich möchte hier in diesem Video ein wenig über die Zukunft auf diesem Kanal erzählen, was ich so geplant habe. Was dieses Jahr passieren wird und ja, ne? Also, ich würde mal erstmal ganz einfach vorschlagen, ich rede jetzt erstmal wieder über das, was so Projekte gerade sind und was geplant ist. Ich habe ja aktuell jetzt Pokémon Flora Sky und Paper Mario. Die werden auch beide erstmal weiterlaufen. Das ist kein Ding, das wird so bleiben, da wird sich nichts dran ändern, das ist alles super. Wenn die dann beendet sind, was dann passiert? Bei Paper Mario habe ich offen gesagt gerade keine Ahnung. Ich hätte eine kleine Idee habe ich, aber ich weiß nicht, ob sich das aktuell lohnt und ob ich das wirklich machen will. Und komm, bis dahin, also ich habe jetzt glaube ich gerade meinen 32. Paper Mario Part aufgenommen. Und es wird noch mindestens nochmal 30 Parts dauern. Und bis die alle fertig hochgeladen sind, das sind noch gute 2 Monate. Und von daher will ich mir da gar keinen Stress machen und darüber irgendwie großartig nachdenken. Was eher schon in meinem Kopf rumgeistert ist, was nach Flora Sky kommt. Ich meine, Flora Sky, das sind zwar auch noch 60 Parts, ja. Gut, warum mache ich mir da Gedanken? Aber klar, es geistert irgendwo in meinem Kopf herum, was ich danach machen möchte. Ich meine, da macht man sich ja immer so Gedanken, was man macht. Und ja, Flora Sky wäre da halt irgendwie so, ist da bei mir als nächstes im Kopf. Und da würde ich dann, ich bin am Überlegen, ob ich da so eine kleine Videoreihe aufziehen soll. Ich weiß auf jeden Fall, dass es um weitere Pokémon-Hacks gehen wird. Das ist klar. Ob ich jetzt irgendwie noch einen weiteren kleinen Poke-Hack nehme, einen etwas bekannteren, vielleicht einen etwas fremderen, keine Ahnung, das sehen wir dann. Aber was auch noch so eine Idee von mir wäre, das könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wie euch das gefällt, die Idee. Kennt ja wahrscheinlich alle irgendwie Emero, Zombie, sowas alle, die alle ja irgendwie so ein Let's Play Your Level machen. Und sowas hatte ich mir gerne für Pokémon-Hacks ausgedacht. Jetzt keine großen Hacks, vielleicht da dachte ich mir, ja, wenn hier irgendjemand ein paar Hacks hat, irgendwie ein bisschen was mit Mapping zu tun hat oder sowas, kann der mir gerne seine Sachen, die er gemacht hat, dann senden und die würde ich mir dann angucken, Note geben, was auch immer. Was danach dann, ja, gut. Klar, ne? Also sowas hatte ich mir auf jeden Fall erstmal gedacht, ob das dann so aussieht, dass ich dann wirklich so tausende Dinger bekomme, weil die Sache ist ja, Pokémon-Hackmacher sind jetzt nicht gerade so verbreitet wie ja, Hackschreiber bei Super Mario oder bei Minecraft hat irgendwelche Map-Editoren. Und dass ich da dann vielleicht ein paar Beta-Hacks mir irgendwie aus der Poké-Community hole, ganz einfach, und die dann auch vielleicht LP und dann halt so ein paar kleine Hacks dann so immer so einen Einblick geben. Klar, die werde ich dann nicht innerhalb von 10 Minuten erledigt haben, das ist logisch. Aber halt so Beta-Hacks oder Anfänge halt, kleine Sachen, die man so in, ja, sagen wir 10 Parts oder sowas beenden kann, ne? Ich hoffe mal, das ist so ungefähr jetzt klar, wie ich mir das gedacht habe. Werde mir da natürlich etwas mehr Arbeit machen als jetzt zum Beispiel der Zombie bei Minecraft oder sowas, aber, ne? Das hatte ich mir so als Idee auf jeden Fall gedacht. Wenn das nichts wird, wenn ich da nicht genug Sachen kriege, nicht genug, keine Ahnung was, dann dachte ich mir, einen weiteren Poke-Hack. Dann werde ich wahrscheinlich auch wieder was aus der Poke-Community nehmen. Etwas, vielleicht etwas Neueres als Pokémon Flora Sky, den Hack gibt es ja eigentlich so gesehen schon ewig. Ich weiß, er wurde zwar letztens erst komplett beendet, aber so gesehen, der Hack ist schon ewig alt. Und ja, wie gesagt, also das hatte ich so als nächstes Pokémon-Projekt mir so überlegt. Und das denke ich, werde ich auch so machen. Gut, ich denke mal, ja, das wird dann erstmal weitergehen mit Nintendo vorerst. Ich komme gleich noch zu einem Punkt, wo ich da vielleicht noch was sagen werde, wie es dann sonst noch weitergeht. Aber das muss erstmal warten.
Denn diese ganzen Sachen, die hängen alle dieses Jahr irgendwie, also das kommende Jahr besser gesagt, ich werde das hier am 31. Jahr hochladen. Also, ja, im kommenden Jahr, da wird sehr viel Sachen kommen, die da sehr viel irgendwie auch miteinander zu tun haben. Unter anderem, was heißt unter anderem? Ich zähle jetzt einfach ganz kurz nach der Reihenfolge auf, was dieses Jahr alles definitiv passieren wird, wo ich alles bin. Ich bin nämlich zuallererst irgendwann im März, ich glaube irgendwie um den 20. rum, glaube ich. Das ist kurz vor den, also das ist die Woche vor den Osterferien in NRW. Bin ich in Dublin auf Klassenfahrt eine Woche lang. Ich werde zusehen, dass ich bis dahin ein paar Parts habe, dass ich da auch wirklich was hochladen kann, ne? Wäre ja doof, wenn dann der ganze Kanal brach liegt. Natürlich werden da nicht dann wieder zwei Videos täglich kommen, ich werde mich dann auf ein Video täglich beschränken oder sowas. Aber prinzipiell werde ich das wohl schaffen. Dann, zwei große Sachen, die irgendwie auch so zusammenhängen. Nämlich läuft aktuell ein Austauschprogramm bei uns mit einer chinesischen Schule und das heißt einerseits natürlich, ein Chinese wird hier hinkommen, zu mir nach Hause und ich werde zu irgendeinem Chinesen da nach China, in Shanghai besser gesagt, falls es irgendwen interessiert, werde ich auch hinreisen und das werden jeweils 2 Wochen sein. Ich werde auf jeden Fall in dieser Zeit nicht auf dem Kanal selbst aktiv sein. Also das kann ich so schon sagen. Ich habe die geplante Upload-Funktion, wisst ihr ja, denke ich mal, hoffe ich, wie auch immer. Und werde versuchen, da dann möglichst wirklich was zu haben, was ich hochladen kann. Ich will es nicht versprechen, wenn ich es habe, dann ist das ganz cool. Wenn nicht, dann schade. Aber kann ich nichts dran ändern dann. Gut, das wäre die Sache, aber natürlich fahre ich das Jahr natürlich im Sommer auch in den Urlaub. Also ich fahre gerne weg, das merkt man glaube ich irgendwie schon so. Das war jetzt hier 2011 nicht so ganz, da war ich ja auch nur einmal in Kroatien. Aber ich werde dieses Jahr wieder nach Kroatien fahren und ja, das werden auch wieder 2 Wochen sein. Das wird wahrscheinlich Anfang der Ferien in NRW sein. Was heißt wahrscheinlich, es wird Anfang der Ferien in NRW sein. Das werden, ich glaube, ich weiß nicht, 15 oder 16 Tage werden das sein, wo ich dann unterwegs bin. Das Problem ist bloß, der Austausch von China nach hier, der und der Kroatien-Urlaub, die hängen sehr nah aneinander. Ich kann das jetzt aktuell, ich meine, das ist ein halbes Jahr noch hin, ist klar. Und ich kann da bis dahin nicht sagen, wie mein Vorrat an Parts dann ist. Wenn ich da nichts habe, dann habe ich nichts. Ist einfach so, kann ich nichts dran ändern. Da wird dann wahrscheinlich auch nur irgendwie irgendwas Pokémon-mäßiges kommen. Bis dahin bin ich ja bei Flora Sky schon längst durch wahrscheinlich. In Dublin könnte es sein, dass da noch ein paar Parts kommen, aber in Kroatien, da wird das schon zu Ende sein und in China wahrscheinlich auch. Ich denke aber, dass ich bis dahin irgendwie was Pokémon-mäßiges habe und dass ich das dann in der Zeit irgendwie hochladen kann. Wenn nicht, dann nicht. Und ich will mich da jetzt noch gar nicht so doll festlegen. Also nimmt es jetzt nicht zu genau. Gut, ich hatte ja dann noch ein kleiner Punkt wäre, glaube ich, da. Das klingt wie ein Infovideo, ist eigentlich ja peinlich. Aber naja, egal. Wir haben ja, ich habe ja irgendwann sowas gelabert von wegen, oh mein Gott, ich will mir einen neuen CPU kaufen. Das ist jetzt zwar schon über ein Jahr her, dass ich das irgendwann mal gesagt habe und ich will mir schon seit Jahren einen neuen CPU kaufen, allgemein irgendwas Tolles Neues für den PC. Aber irgendwie ist da nie was draus geworden. Schade drum, weil dieses Jahr kann ich definitiv sagen, bevor ich aus Kroatien wieder da bin, wird es da nichts geben. Punkt. Werde ich nicht das Geld für haben. Wie gesagt, das drei Urlaube quasi sind das und da habe ich ehrlich gesagt dann gerade kein Geld für. Das ist einfach so, das kann ich nicht ändern. Wie gesagt, also da kann ich nichts dran machen. Ich hätte das, ich hatte da irgendwie mal eine Planung oder sowas mir gemacht, was ich denn genau machen will, das könnte ich ja jetzt meinetwegen erzählen, aber ob das dann wirklich so passieren wird und wann es passieren wird, das kann ich nicht sagen. Ich hatte nämlich vor, mir zuallererst einen CPU zu kaufen, einen neuen. Damit wollte ich dann so ein
paar Spiele-LP. Ein bisschen wollte ich was vom GameCube dann irgendwie vielleicht machen, wenn ich den emulieren kann. Ein bisschen was wollte ich dann noch. Genau, Assassin's Creed 1. Das wollte ich nochmal LP'en, weil ich da mit der Qualität eindeutig nicht zufrieden war. Genau. Das will ich dann auf jeden Fall machen. Klar, ist jetzt nicht Nintendo, aber trotzdem, ich spiele ja nicht nur Nintendo, ne? Also, so ist das ja nicht. Aber naja, wie gesagt, das hätte ich dann vor, wenn ich dann CPU habe. Was dann noch geplant ist, wenn ich dann irgendwie wieder danach Geld habe, das wäre nämlich eine Capture Card. Mit dieser Capture Card würde ich dann zuallererst einmal meine schöne PlayStation aufnehmen. Ich habe da nämlich ein paar Projekte, die ich unbedingt irgendwann mal machen will. Da gehören unter anderem Final Fantasy XII und Final Fantasy X zu. Aber wahrscheinlich auch Tony Hawk's, wenn man das irgendwie LP'en kann. Ich weiß nicht, ich habe da im Moment so Sorgen, auch wegen dem Copyright, weil da die ja da auch normale Musik spielen und alles, was ist normale Musik. Copyright geschützte Musik halt. Deswegen habe ich da ein wenig Angst, ob das nicht so die tolle Idee ist. Naja, wenn nicht, dann nicht. Wenn doch, dann doch. Und das sieht man dann. Bis dahin ist es halt auch auf jeden Fall noch ein bisschen hin. Und naja, danach, wenn ich die TV-Karte dann habe, ein bisschen was von der PlayStation gemacht habe, dann will ich mir auf jeden Fall eine, ja. Ich will jetzt mal sagen, Konsole, die dann aktuell ist, holen. In der aktuellen Generation gefällt mir die Xbox ganz gut. Wenn es da, sich dann noch lohnt, sich eine Xbox zu holen, was ich nicht glaube, wahrscheinlich stecke ich dann schon mitten in 2014 schon, wenn wir da sind. Aber wie gesagt, also, da kann ich jetzt so nichts großartig sagen. Das dauert noch alles. Wie gesagt, also aktuell gefällt mir die Xbox ganz gut. Wenn es dann die Xbox ist, dann ist es die Xbox-Nachfolger, was auch immer. Das will ich mir dann auf jeden Fall holen, wenn das dann alles so läuft, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Muss es nicht, könnte sein. Ja, gut. Das ist für mich erstmal so alles, was jetzt so in 2013 so passieren wird. Ja. Gut. Ich wünsche euch dann ja einen guten Rutsch nochmal, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ja, Silvester ist bei mir so ein Scheißfest, kann ich auch noch ein paar Worte zu sagen. Ich hasse Silvester, ganz ehrlich. Das ist das beschissenste Fest, was es überhaupt gibt, ganz ehrlich. Also bei mir läuft Silvester nie alles gut. Also es geht immer irgendwas daneben. Also früher, da war es immer so, ja, oh mein Gott, wir waren bei meiner Oma, ja, schön spannend und so, ne? Ja. Klasse. Dann war es mal ein paar Jahre so, dann war ich beim Kumpel immer, haben da irgendwie immer eine Runde gezockt und sowas alles. Das war immer ganz cool. Ja, da kann ich nichts sagen. Das war in Ordnung. Aber jetzt so die letzten Jahre, also ich habe mich mit dem gestritten und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr mit dem. Und ja, das ist jetzt wie gesagt ein paar Jahre her. Und jetzt das letzte Jahr, das war das schon so scheiße. Da wollte ich weiß nicht, da wollte ich einmal zu einer Freundin fahren oder sowas, aber das war dann auf die Entfernung so doof und dieses Jahr ist es fast das gleiche. Ich wollte mich wieder mit wem verabreden und das ist jetzt auch daneben gegangen. Letztes Jahr bin ich mit meinem Vater dann mitgegangen in eine Kneipe oder sowas und haben da gefeiert, aber ehrlich gesagt habe ich da dieses Jahr echt keinen Nerv zu. So überhaupt nicht. Also ich denke mal, dieses Jahr werde ich ganz forever alone hier zu Hause sitzen, Runde zocken und dann läuft das. Also, da, ich hasse Silvester. Es ist ein abartiges Fest. Ich kann es einfach nicht ab. Feuerwerk mag ich. Also ganz ehrlich, Feuerwerk liebe ich sogar, aber Silvester ist zum Kotzen. Ich hasse das Fest einfach. Punkt. Gut. Okay, mal sehen. Vielleicht habe ich ja morgen sogar mal die Zeit. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal schreiben, was er dazu meint. Wenn da so die Resonanz ist, ihr könnt das ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da Lust drauf habt. Ich weiß es nämlich nicht, wenn sich das überhaupt lohnt. Sonst würde ich morgen, beziehungsweise heute, ich nehme es am 30. auf, deswegen spreche ich die ganze Zeit von morgen. Ich rede natürlich für euch von heute. Würde ich sonst einen Stream machen, vielleicht so ab 20 Uhr und ja. Und dann vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, bis kurz bevor es kracht oder sowas, keine Ahnung.
Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie gesagt, also Silvester, das ist eigentlich, ich meine, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der so eine Probleme hat mit Silvester, aber wenn es da noch andere Leute gibt, die darauf keinen Nerv zu haben oder sowas oder was auch immer und mir beim Stream irgendwie zugucken wollen, ich hätte da so eine Idee, was ich streamen könnte, einen kleinen Hack hätte ich da, den könnten wir uns angucken. Wenn dann die Resonanz da ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr Lust darauf habt. Ich wäre auf jeden Fall da. Ich würde dann auf jeden Fall aber vorher nochmal ein kleines Video dafür hochladen. Ihr werdet das dann schon sehen. Gut, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Für alle, die in dem Stream nachher, sollte er stattfinden, nicht dabei sein, sind, wie auch immer. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr. Einen, der besser ist als meiner. Und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem ganzen Zeug und so. Gutes 2013 dann. Haut rein, Leute. Bis dahin. Tschüss.